Was machen wir zu den Eseln? Erstmal hole ich mein Pferd noch. Irgendwie hier rein buxieren. Nö, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht? Obwohl, nee, die sind ja dort festgeleint. Ah. Okay. Die können ja nicht abhauen. Naja, aber wir müssen jetzt erstmal zähmen, oder damit wir das Zeug aus der Mine holen können. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wieso zähmen? Müssen wir nicht, damit wir auf den reiten können? Geht das nicht? Ich weiß nicht, ob man auf den reiten kann. Ah. Aber dann wenigstens die lieb machen oder so. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert. Ich schaue gerade mal, ob die Weizen fressen. Frisst die Weizen? Nö, scheinbar nicht. Dann probier's mal mit Möhren. Haben wir welche? Nee, ich glaube nicht. Gut. Ich weiß nicht, ob man einen Sattel auf die draufpacken kann. Ich weiß nur, dass ich jetzt erstmal die Betten in unser Haus stelle. Noch hier. Feder. Hast du beide? Ah, gut. Und dann probiere ich was aus. Zack. Und zack. Nein. Ich glaube, die muss man schon irgendwie zähmen. Ach doch, man kann sich doch auf die draufsetzen. Ja, mach was. Warum ging das vorhin nicht? Hallo. Also, die können Sättel tragen, angeleint werden, aber keine Pferderüstung tragen. Dafür können die aber eine Truhe tragen, also statt der Rüstung. Ich weiß. Und die essen Äpfel, Brot, Weizen, doch. Komisch. Und Zucker. Ach so, nee, kleine Esel. So, schon gut. Ups. Kannst du mir die anderen drei wieder anleihen? Sofort. Ich geb dir mal gerade die Leinen. Die liegen da. Eins, zwei, drei, vier. Nein, bist du dämlich. So ein dummes Fass. Du bist jetzt übers Haus ins Gehege gelaufen. Die Esel gehen freiwillig ins Gehege. Hey, warum sind die jetzt... Ich habe auch so den alle abgemacht. Mach jedes an ein anderes Pfostending. Ach so. Vielleicht ganz gut. Kann ich die zwei nicht an dem einlassen? Ja, von mir aus. Oh, jetzt mag ich. Ich probiere auch mal einen zu zähmen, ja? Ja, von mir aus. Geht genauso, oder? Ah, cool. Jo, geht genauso. Jetzt brauchen wir aber einen Sattel, um den Esel reiten zu können. Hm. Ich würde vielleicht dann eher mit dem Esel dahin reiten. Ja. Anstatt ein Pferd und einem Esel an der Leine. Hm. Okay. Warum wirft er mich nicht ab und warum bewegt er sich gar nicht mehr? Weiß ich nicht. Komm, komm. Hey, lass los. Jetzt bewegt er sich vielleicht wieder. Huch, ja, wo ist die Leine hin? Ach, das ist komisch mit den Leinen. Aber die sind ganz gut eigentlich, um die Viecher hin und her zu transportieren, wenn man nochmal welche sucht oder so. Kann er mich nicht mal mögen. Und um die Viecher anzuleihen, ist auch gut. So, Pferdchen. Gehen wir mal deinen Sattel wieder. Was ist denn los? Der wirft mich nicht ab. Dann mag er dich vielleicht schon. Nee, kam kein Herzchen. Sicher? Ziemlich sicher. Donkey. Kann man nur das Inventar mit dem Esel öffnen, wenn... Nein, Esel, du läufst jetzt nicht da rein. Nein, Esel. Oh. Meine Güte, Esel, was tust du? Komm. Nein, du hast den schon gezähmt, guck. Hab ich? Ja, du kannst dem keine Herzchen. Ein Pack drauf tun. Wie viel Platz hat denn das? Naja, so viel jetzt auch nicht. So viel wie eine normale Truhe, glaube ich. Oder weniger sogar. Aber es ist mehr, als wenn du... Ja. Nur ohne, ja. So, dann... Nimm den Sattel von deinem Pferd und dann... Ja. Oh, habe ich noch ein Seil dabei? Nee. Hast du noch was? Ich hab zwei. Kannst du mir eins geben?
Okay. So, dann warte, lege ich aber erstmal noch irgendwie was ab. Weil wir müssen ja hier einmal durchs Wasser am besten. Das ist der kürzeste Weg. Ja, ich lege auch noch was ab. Wenn wir noch Platz haben. Nicht wirklich. Ich leg's mal noch in die Kohlenkiste. Ja. Dann wieder aussortieren. Das brauche ich gerade nicht. Ich mache die untere Reihe hier. Also für die Ressourcen ist ja egal, die Werkzeuge halt. Was zu essen musst du aber dir noch mitnehmen. Das müsste eigentlich alles sein. Und wir sollten erst noch eine Nacht warten. Da, hey Pferd, Eselchen, du sollst Ob 8 reichen, 8 zu essen, ja, ne? daran. Ja, ich denke schon, wir sind ja nicht jahrelang unterwegs, sondern eigentlich nur fix, um die Mine noch auszuräumen, also noch das Zeug, was wir gesammelt haben, auszuräumen und dann wieder herzukommen. Oh, der Stall ist noch offen. Du brauchst noch einen Sattel für deinen. Ach du, hast gerade drauf Das getan. wollte ich gerade tun. Jo, gut. Ist Fleisch drin. Mach mal Ja, gucken. ich habe gerade ein Steakfleisch noch rausgeräumt. Wir haben wieder ein bisschen was zu essen. Aber das Aufteilen ist nicht so gut, weil du verschwendest da Kohle. Wie das aufteilen? Naja, du kannst mit einem Kohle, Ja, was ich weiß habe ich, doch, wie. das oben war voll. Und Ach dann habe ich so. unten doch noch die Reste reingetan. So Ach hast du es so, mir so, gesagt, dass so. ich das tun soll. Ja, dann ist okay. Es sah so aus, als wären oben 10 und unten 10 drin Du hast gewesen, weil mich ich jetzt das nicht erinnert. rausgenommen habe. Hätte ich fast in meiner Dingens geschlagen. Nimmst du echt gar nichts mit? Nö. Okay, dann leg ich es auch noch ab. Ich will alles mitkriegen jetzt. Na gut. Dann lege ich halt hier in die Truhe auch noch was. Komm, Eselchen. Ich habe einen halben Weg schon geschafft. Wo ist? Oh, das. Ich bin jetzt ja mitten auf dem Wasser und es kam das Geräusch von der Höhle oder so. Warte mal auf mich. Anleihen und übers Wasser ziehen. Wupp, wupp. Nicht dort lang. Okay. Ich weiß ja nicht, wo lang ohne dich. Rechts. Ja, ey. Links. Du drehst dich, wenn ich sage rechts, drehst du dich nach links. Links. Da. Dann nochmal klein wenig rechts und geradeaus übers Wasser zu den Steinen, zu den Bergen. Noch ein bisschen genervter, dann verstehe ich es, glaube ich. Huch, nein, die Leine will ich doch mitnehmen. Doofer Esel. Nein! Ah. Das mit der Leine ist manchmal ein bisschen verwirrend. Sieht aus, als würdest du übers Wasser laufen. Ein bisschen. Und der Esel ist noch nicht zu sehen. Du hast den auch nicht mit. Doch, wieso? Wieso sehe ich den nicht? Ach, jetzt sehe ich ihn. Wieso Links. sehe ich dich nicht? Deshalb. Lalalala. Eselchen. Die haben nicht so viel Leben. Dann dürfen wir sie nicht töten. Hatte ich auch nicht so vor. Und töten lassen. Das mit den Leinen müsste besser gehen, dass die nicht abreißen. Oder vielleicht sind die Leinen auch nur abgerissen, weil die noch nicht ganz gezähmt waren. Ist schwer zu sagen, ne? Aber ist eigentlich eh egal, weil wenn wir übers Wasser wollen, ist eh immer doof. Da bist du. Und hier etwas nach rechts. Oh nein, nicht so weit nach rechts. Erst da beim nächsten.
Müssen wir uns etwas rechts halten. Uah. Und Feueresel. Gib Gas. Oh. Die sind auch nicht ganz so schnell wie Pferde, ne? Ne, nicht ganz Aber so fand ich schnell. irgendwie angenehmer zu reiten. Hast du nicht so den Geschwindigkeitsrausch? Ja. Guck mal, Schweinchen. Wup. Die sehen wirklich ein bisschen aus wie Spiderschwein. Oha. Der Schwein, Spiderschwein. Das war jetzt knapp. Die sind viel zu langsam, ey. Sind sehr schön schnell. Ich mag die. Das ist echt zu weit weg. Hier war das irgendwo, ne? Naja, nee, noch weiter rechts. Müssen, glaube ich, hier noch rechts durch den Wald durch. Sind wir? Wenn ich mich nicht irre. Toll. Was? Ich bin hier stecken geblieben. Oh ja, ich auch. Ah, jetzt. Ich glaube, hier war das dann auf der Wiese. Irgendwo. Gut, wenn du Müsste dann das jetzt Wasser kommen da vorne? Genau, da ist der Fluss. Der dort in die Schlucht reinfließt, genau. Wiedergefunden. boah, das ist eine Orientierung, das ist echt krass. Oder meine ist einfach noch viel zu schlecht. Kann auch sein. Wo ist denn? Ach, da. Komm, Esel. So, aber du bleibst hier oben. Komm. Und bitte bleib. Lieber Esel. Denn ich springe jetzt hier hinab. So todesmutig in die Grube. Hier hatten wir alles raus. Hier hatten wir auch alles raus. Ich glaube, wir hätten gar keine Esel, sondern Pferde nehmen können. Keine Esel nehmen brauchen, sondern Pferde nehmen können. Ist doch egal. Weil das Restliche, was da noch drin ist, kannst du mit deinem. Ich sehe gar nichts mehr. Ist hier noch irgendwas drin? Ach ja. Das kann ich auch so in meinem Inventar nehmen. Ja, das meinte ich damit. Ah, super. Hast du zufällig eine Spitzhacke? Nee, ne? Nein, du hast ja gesagt, ich soll alles hier lassen. Ja, nee, ist okay. Ist ja richtig. Ich hab nur vergessen, dass man die Firnenses noch Ich mitnehmen kann nur kann. schnell eine aus. Nee, ach Quatsch. Dann nehme ich nur die Truhen mit. Eine würde ich hier lassen. Metro. Ja, eine Truhe würde ich da lassen. So. Die lassen wir da. Alles okay. Und das nehmen wir mit. Fertig? Jo. Okay. Toll. Hat sich jetzt voll gelohnt, die Esel mitzuschleppen. Ja, naja, gut, aber vielleicht brauchen wir die später mal. Und zumindest haben wir jetzt alle Tiere beisammen, oder? Ja, Ich denke glaube schon. schon. Außer Katzen. Ja, stimmt. Und Wölfe. Aber das sind ja keine Nutztiere in dem Sinne. Ist das mein Esel oder ist das deiner? Ich glaube, das ist meiner. Komm schon. Ist mir ganz schön schwer hier rauszukommen. Ja, der hier bei meiner. Doof, dass wenn man die Seile abmacht, die runterfallen und man die nicht wieder in der Hand hat. Ja, das stimmt. Bist du hinter mir? Ja, sofort. Okay, ich warte noch kurz auf dich und dann geht's los. Na los. Ich hatte gedacht, wir hatten zwei Truhen noch voll und oh fuck. Und Wölfe haben wir auch noch nicht. Ja, das sag ich doch. Ach so, ja. Sorry. Aber die spawnen zum Beispiel in solchen Wäldern wie hier eigentlich. Ja, ich weiß. Naja, und Dschungel haben wir ja auch noch keinen in unserer Nähe gefunden, so. Aber wir haben ja noch nicht in alle Richtungen geguckt. So weit waren wir ja noch nicht. Stimmt. So, hier können wir vielleicht irgendwie nach oben. Das letzte Mal, als wir Wölfe gesucht haben, da sind wir ganz schön weit gelaufen. Ja. Das Gute an den Wölfen ist aber, dass die dann hinterher gedackelt kommen, wenn die einen mögen. Ja, nur leider. Also, da sind auch letztes Mal ein paar draufgegangen bei der Reise. Aber naja, Ja, wir hatten aber die sind irgendwie gegen 100. Kakteen gelaufen und so. Die Doofbatzens. Aber wir hatten ja irgendwie 100.000 hoch. Deshalb Ziemlich dachte viele. ich, das ist nicht so schlimm. Ja. Es waren auf jeden Fall viele. La li 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 Eselchen. Ja, die Esel haben jetzt nichts gebracht, hätten wir wirklich mit Pferden gehen können. Aber naja, was soll's.
Hat jetzt auch nicht geschadet. Ich habe irgendwie gedacht, wir hätten noch mehr da. Ja, das hatte ich auch gedacht, ja. Vielleicht hat uns jemand ausgeraubt. Glaube ich nicht. Ne, wer denn auch? So, Eselchen. Übers Wasser geht's jetzt. Aber die kann man zum Beispiel auch zum Bauen mitnehmen. Wenn man jetzt irgendwas Großes baut, Ja, das stimmt. aus zigtausend Cobblestone oder so. Und wir können noch, also ja, das stimmt. Mir ist gerade nur noch eingefallen, wir können auch noch einen Esel mit einem Pferd kreuzen, dann haben wir Maultiere. Geht das? Ja, das geht. Und was bringen Maultiere? Weiß ich nicht, muss ich nochmal nachgucken. Wie Esel nur schneller oder was? Ich weiß es echt nicht. Aber es sind Vielleicht kann man die auch in Minen mitnehmen. Die ganze Zeit dann aus sich herschleifen. Obwohl, wenn dann Gegner kommen, dann ist es vielleicht auch nicht so cool. Aber wie eine Truhe halt an eine zentrale Position stellen? Naja. Wie Truhe. So. Wie witzig. Wir sollten unser Zeug vielleicht mal anfangen, ein bisschen zu ordnen, oder? Ja, eigentlich schon, aber jetzt noch nicht. Wir sind dir hier nicht angeleint. So. Nicht? Na gut, dann hau ich einfach alles irgendwo rein. Ja, kannst schon. Also wenn du willst, sortier ein bisschen, aber... Achtung! Böser. Hat der jetzt die Esel angegriffen? Nö, ich glaube, der ist an dem vorbeigelaufen. Was macht der Esel? Warum klettert der auf das Haus rauf? Ja, dein Esel scheint draufgegangen zu sein. Witzig. So einfach geht das, steht im Stall drin. Ja, wenn er rein will, soll er halt reingehen. Weißt du, warum steht denn dort ein Esel mitten auf dem Feld? Wie kann man die denn füttern, wenn man nicht aufmachen will? Keine Ahnung, mit dem, was du in der Hand hältst oder so? Ja, nee, ich glaub, also wenn ich rechts nicht, mache. Man kann die nicht füttern, nur mit den bestimmten Sachen. Pferde kann man zum Beispiel nur mit den goldenen Karotten oder Äpfeln oder so füttern, damit sie zu paaren. Sonst kannst du die, glaube ich, nicht füttern oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, das ist alles noch ein bisschen... Wir hatten ja noch nie Pferde und Esel und so. Das ist das erste Mal für uns. Das erste Mal. Nachti? Jo. So, jetzt muss ich hier wieder mein Werkzeug rausnehmen. Nein, das kommt dorthin und die Spitzhacke kommt dahin und die Schaufel da. Axt. Ho. Schere. So, Maultier. Ach, Skelettpferde, ist ja cool. Zombiepferd. Maultier, Maulesel. Sie besitzen den Körperbau und das Verhalten eines Esels, lassen sich leichter zähmen als Pferde und besitzen einen Pferdetextur. Toll, da kann man Maultiere ja gar nicht von Pferden unterscheiden. Naja, aber die können halt auch Truhen tragen. Ja, aber. Ja. Und sehen, keine Ahnung. Tja. So, Zombie-Pferde. Achso, die kann man nur reincheaten irgendwie ins Spiel. Naja, dann werden wir sie nie sehen. Man kann ein reitbares Zombie-Pferd erschaffen mit irgendeinem Befehl. Summon Entity Horse. Toll. Genauso wie man ein Skelettpferd auch da reinholen kann. Interessant. Okay. Du bist Wasser, ja. Ruckelt die ganze Zeit her. Ja. Goldene Karotte und goldene Apfel ermöglicht das Züchten. Yep. Komisch. Was? Wieso sind da Blattwerk bei den Schafen? Ja, ich hab versucht Büsche zu bauen. Das ist mir nicht so ganz gelungen.
Ich baue das wieder weg, mach dir keine Sorgen. Die stehen auch irgendwie übereinander, die Schafe. Wieso tun sie das? Weiß ich nicht. Vielleicht Bock drauf. Alter, wie viele Hühner drin sind? Liebes Gegacker. Übrigens, hast du die Melonen-Seeds und die Pumpkin-Seeds mitgenommen? Ja, eigentlich schon. Stimmt, ich habe die Melonen-Seeds hier vergessen, mit reinzunehmen. Fuck. Ja, eigentlich schon. Ja, ich habe die mitgenommen, wenn sie noch da drinnen waren. Aber ich habe sie vergessen, mit hierher zu nehmen und anzupflanzen. Pumpkin brauche ich eigentlich nicht. Melone nur. Die sind auf jeden Fall in der Truhe. Kannst du die mit rüberbringen, falls du gerade hierher kommst? Ja, kann ich machen. Ich leg nur noch ein bisschen Zeug und dann komme ich. Bin gerade am Möhren pflanzen. Das nehme ich mal mit und das nehme ich mal mit. Was nehme ich denn noch mal mit? Das da vielleicht. Hier will ich dann Kartoffeln hinsetzen, hier rechts. Die Aber immer hier, noch keine. die hier. Oh, Werkzeug wäre vielleicht nicht schlecht mitnehmen. Hier kann man vielleicht die Melonen hinbauen. Bisschen ernten hier. Getreide. So, ich eile. Ja, ich baue gerade Getreide ab und an. Da liegt's rum, Wo? im Getreide. Gut. Ah, ich hab's aufgenommen, okay. Wie findest du die Idee mit dem Schilf da so zwischendrin ein bisschen? Schön. Dir gefällt, das freut mich. So, da haben wir ein paar Melonen, Kürbisse. Dann kommen hier die Melonen hin. Nee, das geht dort nicht. Doch, das geht dort. So. Nee, doch nicht. Dann geht das nicht. Aber das geht. Das. Ich hoff's. So, die müssen wachsen und gedeihen. Dann habe ich hier noch ganz viel Getreide-Seeds. Her. Seeds, Seeds, Seeds. La la la. So. Schön. Können eigentlich an einer Melo, also Dingenspflanze auch mehrere wachsen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Mist dich hier. Mit dem doofen Gras. La 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 la. Gärtner sein macht Spaß. Glaub ich dir fast. Ja, du hast da so viele Hühner gezüchtet, dass die übelst rumnerven mittlerweile. Die doofen Viecher.
1, 2, 3. Und damit haben wir alles vertan. Guck mal, es wird langsam grün hier.